Also Gott, jetzt muss ich wirklich blöd fragen, also wenn es Engel gibt, dann würde ich jetzt meinen, es gibt keine Außerirdischen, weil wenn es Engel gibt, dann gibt es Gott. Wenn es Gott gibt, dann habe ich einen Schöpfer dieser Erde, aber es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass er, alle anderen Menschen auch, aber wieso steht das dann nicht in meinem Alten Testament? Also ich meine, grundsätzlich muss man dazu sagen, wer weiß das im Alten Testament? Dass er die anderen Aliens alle auch geschaffen hat. Das steht bei mir nicht drin. Doch, der Teufel ist auch abgefallen. Ja, aber es steht nicht, dass er als Außerirdischer zurück auf die Erde kommt. Aber der kann Mimikry machen und also, er kann Gestalten verändern. Okay. Und er hat schon im Mittelalter die Leute genau Es ist eher eine spezielle Therapiehandlung hier als irgendwo eine Diskussion. Tun Sie mir einen Gefallen und lassen Sie also den vernünftigen Ansatz hier. Das ist ja die Atmosphäre. Und wenn die anderen Bösen, ich glaube, ja, George Bush und die alle ohne abhauen würden, dann haben wir es geschafft, Leute. Der Typ ist einfach weg. Wir haben ihn ja nicht super. Nina, das war nicht nett. Ich fand es toll, dass er jetzt weg ist. Ich finde es so super, ich freue mich. Wollen Sie zurückkommen in diese Runde und bei uns Herr Bublat, bitte. Herr Bublat. Evil alien is going home and I hope that you will find peace and love. Ich hoffe, du findest Liebe und Hoffnung und du wirst die Menschen aussprechen lassen und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Nina, haben wir es jetzt wieder? Weil wir sind hier noch, wir sind auf Sendung. Es ist sehr spät am Abend. Wir haben jetzt Herrn von Bublat verloren. Das ist nicht in Ordnung. Weil wir damit jetzt sozusagen die vernünftige Stimme haben und das ist nicht tolerant. Es ist nicht tolerant. Ich fühle mich jetzt so frei und ich glaube es ja gar nicht. So, wir kommen jetzt mal zurück. Einfach mal, wir haben jetzt den vernünftigen Menschen in dieser Runde verloren. Ich bedauere das sehr. Ich finde das auch nicht ganz in Ordnung, muss ich wirklich sagen. Es ist eine Talkshow. Es läuft alles so, wie es läuft. Und ich komme zurück auf Sabrina und darf sie einfach nur mal... Warum ist er eigentlich jetzt weggegangen? Hat ihn doch gar keiner beleidigt. Weil du ihn die ganze Zeit so angeschrien hast, Nina. Aber ich habe doch gerade eben, wir waren seit einer halben Stunde... Kann ich jetzt einen Moment mit Sabrina? Sure. Vielen Dank. Also ich glaube, grundsätzlich, darf ich mal ganz kurz Sie mal als vernünftigen Menschen in dieser Runde fragen, wie kommt Ihnen das so vor, wenn es so zwischen den Nicht-Glaubenden, den Glaubenden hin und her geht? Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überhaupt kein Problem mit dem Austausch habe. Ich finde, man muss die Meinung eines anderen respektieren, weil der ein erwachsener Mensch ist und jeder von uns seine Meinungen aufgrund seiner Erfahrungen gesammelt hat. Und ich finde es sehr schade, dass Herr Bublat gegangen ist. Ich finde auch, dass wir uns, wenn wir von anderen Leuten erwarten, dass sie uns nett und liebevoll behandeln, müssen wir das natürlich auch anderen Leuten gegenüber tun. Ich finde sowas auch sehr wichtig. Ich musste mich nur wegsetzen, weil der Mann mich immer unterbrochen hat. Und jetzt bin ich wieder die Böse. Warum ist es so schwer, darüber vernünftig zu sprechen? Ich meine, Herr von Lucca, Sie untersuchen die